Wenn man sich das vorstellt, was das heißt, Kreuzigung. Eine unglaubliche Grausamkeit, die förmlich unter die Haut geht. Ein von Wunden und Blut überströmter Körper, verkrampfte Hände, von Nägeln durchbohrt. Das Gesicht noch ganz gezeichnet von Todeskrampf und Schmerzen. Alles ist blutüberströmt. Man sieht auch an den anderen Gestalten unter dem Kreuz, wie sie förmlich von dieser Gewalt, von dieser Kraft weggedrückt werden, umgehauen werden, könnte man sagen. Und Johannes der Täufer weist hier mit seinem langen Zeigefinger demonstrativ auf dieses Leiden, auf diese Grausamkeit der Szene in aller Konsequenz und Härte hin. Das Kreuz ist der Grund und der Ausgangspunkt des christlichen Glaubens, das zentrale Symbol des Christentums. Seit 2000 Jahren verweist es auf das Leiden und Sterben Jesu Christi und auf seine Auferstehung. In der christlich geprägten Welt ist es allgegenwärtig. Es steht auf Gräbern. Es ist Markenzeichen und Schmuck. Es krönt die Gipfel höchster Berge. Dabei empfanden Menschen es von Anfang an als brutal, ja als Zumutung. Denn besonders das Kruzifix bringt gleichsam unvereinbare Gegensätze zusammen. Qualvollen Tod und Göttlichkeit. Gnade. Dankbarkeit, Ehrfurcht, das empfinde ich, wenn ich das Kreuz sehe. Ich bin relativ ambivalent. Ich bin nicht besonders religiös und dadurch kann ich es schlecht sagen. Die Bedeutung des Kreuzes kenne ich schon, aber für mich ist es eben nur ein Symbol. Ja gut, für mich stellt sich oder hat sich überhaupt die Frage gestellt, wie stellt man denn ein Kreuz überhaupt dar? Mir geht es einfach auch darum, dieses Thema spürbar zu machen, weil konkret, wie es ist oder nicht ist, das wissen wir ja alle nicht. Wo beginnt die Beziehung zum Kreuz? Also wir hier, wie ich aufgewachsen bin, im christlichen Abendland, wie man so schön sagt, da hat man einfach eine Beziehung dazu. So sind wir aufgewachsen. Ist schon ein großer Teil meiner künstlerischen Auseinandersetzung, das Thema Kreuz. Aber was ich nicht will, ein Kreuz machen einfach als Dekoration, sondern mir geht es eigentlich schon immer um die unmittelbare Auseinandersetzung mit uns selber, ja, mit dem Menschen. Der renommierte Münchner Holzbildhauer Hermann Biegelmeier setzt sich in seinen Arbeiten oft mit dem Thema Kreuz auseinander. Für einen neuen Friedhof in München hat er eine Kreuzskulptur geschaffen, die von den üblichen Formen abweicht. Dem Kreuz möchte er etwas zurückgeben, was konventionelle Kreuze für ihn längst verloren haben. Ihr Geheimnis. Seine Skulptur nennt er Kreuz im Nichts. Ich bin auf die Idee gekommen, dieses Kreuz immateriell darzustellen, sozusagen als Luftraum. Und wie kann man das machen? Vier quadratische Eichenstämme im Quadrat aufgestellt mit ein Luftraum dazwischen. Im Zwischenraum entsteht das Kreuz als Grundriss. Und wenn man drin steht, und dann steht man praktisch in diesem Luftraum, in diesem Luftkreuz drin. Und wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie das Kreuz. Sozusagen das Kreuz im Nichts, weil dieser Luftraum ist ja nicht begrenzt. Da geht er dann in alle vier Himmelsrichtungen
über. Das hat ja was ganz Existenzielles mit unserem irdischen Dasein. Die Bedeutung des Kreuzes im Christentum beginnt vor 2000 Jahren in Jerusalem. Hier wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, als religiöser Provokateur ans Kreuz genagelt und verteidigt bis zum Tod die Idee des wahren Königreichs Gottes. Verhöhnt als König der Juden, stirbt er qualvoll. Seine Anhänger sind zutiefst schockiert. Doch dann heißt es, er sei auferstanden von den Toten und ihnen lebendig erschienen. Die Berichte darüber markieren den Beginn des Christentums. Die Begegnung mit dem Auferstandenen bringt die Jünger dazu, in die Welt aufzubrechen und die Geschichte von Jesus Christus weiterzutragen. Der Münchner Theologe Peter Schütz beschäftigt sich mit der Geschichte des Kreuzes und seiner geheimnisvollen Botschaft, dass Gott sich in der Welt zeigt. Vielleicht ist das gerade das Faszinierende am Kreuz, dass es den Menschen etwas zumutet. Nämlich das Allerheiligste, das Göttlichste, was man sich nur vorstellen kann, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn man so will, leidend, gefoltert am Kreuz sterben zu sehen. Es ist bis heute geheimnisvoll, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen gab, die in dieser elenden Hinrichtungsszene Heiliges, Göttliches erblickt haben. Sie deuteten diesen Tod als eine Versöhnung von Gott und Welt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So soll es Jesus selbst am Vorabend seiner Kreuzigung den Jüngern gesagt haben, zur Vergebung der Sünden. In den Menschen erwacht nun der Gedanke, dass dieser Tod ein kosmisches Ereignis war. Und der Gekreuzigte kein Mensch von geradezu göttlicher Weisheit und Güte, sondern Gott selbst. Indem er den Weg der Menschen bis in den Tod ging und dann auferstand, kehrte er ihr Schicksal um und öffnete die Tür zum Leben nach dem Tod. Das Kreuz war in der christlichen Botschaft schon immer zentral. Das sieht man schon in den frühesten Texten des Neuen Testaments. Aber als Symbol taucht es über Jahrhunderte so gut wie gar nicht auf. Eine der frühesten Kreuzesdarstellungen, die wir kennen, ist eine polemische, ist ein Graffiti in Rom, also eine kritische Darstellung, wo ein Esel an einem Kreuz dargestellt wird. Die älteste erhaltene Kreuzesdarstellung, die bis heute noch anzusehen ist, ist an der Tür der Kirche Santa Sabina auf dem Aventin in Rom. Und die ist aus dem 5. Jahrhundert, also geradezu ein Kreuzesschweigen in der Antike, könnte man sagen. Es fiel offensichtlich den Menschen in der Antike schwer, dieses Symbol der Niederlage, der Hinrichtung, des Leidens für ihren Glauben und für Gott in Anspruch zu nehmen. Die Wende wird ausgelöst durch den römischen Kaiser Konstantin. Die Legende besagt, dass er vor der Schlacht um das Kaiserreich gegen seinen Rivalen Maxentius im Jahr 312 eine Vision hat. Ihm erscheint ein Kreuz, verbunden mit den Worten „Dadurch siege“. Er lässt Kreuze auf die Schilde seiner Armee malen und siegt. Der Kaiser wird Christ und das Christentum Staatsreligion. Sein Zeichen verliert von da an seinen anrüchigen Ruf als Hinrichtungswerkzeug und breitet sich aus im Imperium. Zunächst noch als sogenanntes Christus-Monogramm, bestehend aus den ersten beiden griechischen Buchstaben des Wortes Christus, Chi und Rho. Im Lauf der Jahrhunderte aber immer mehr als Kreuz. Dem gekreuzigten Jesus zeigt es so, wie die Christen dieser Jahrhunderte ihn sich vorstellen. Als Sieger über Leben und Tod, lebend und triumphierend. Hier ist eine auf den ersten Blick sehr schlichte Platte mit einem Steinkreuz drauf, ein gleichschenkliges Kreuz mit einer Stange dran, aus der merowingischen Zeit, da sind wir im 7. Jahrhundert. Und mit solchen Platten wurden Gräber gekennzeichnet. In der Regel Gräber von Priestern oder hochrangigen Persönlichkeiten. Es ist
wichtig, weil damit eindeutig gekennzeichnet ist, dass es sich um Christen handelt. Wir sind in einer Zeit, in der es sogar noch Heiden gab. Vielleicht ist das auch die Hoffnung, der Wunsch der Verstorbenen oder deren Hinterbliebenen, die Gräber zu kennzeichnen, dass am Tag des jüngsten Gerichts bloß keiner vergessen wird. Das Kreuz, ursprünglich Symbol für einen besonders leidvollen Tod, wird zum Zeichen der Hoffnung und der Erlösung durch Gott. Ein Glaubensgeheimnis. Das Christentum sucht seitdem nach Ausdrucksformen, diesem Geheimnis gerecht zu werden. Angewiesen bleibt es dabei immer auf die Kunst, um sich in ihr in immer wieder neue Formen zu gießen und verständlich zu machen, was rational nicht zu verstehen ist. Diese Arbeit sieht zunächst sicherlich nicht aus wie eine Kreuzigung, aber ich behaupte mal, dass Joseph Beuys 1971 genau die Aspekte des Kreuzes zwischen Tod und Auferstehung als Zeichen dafür hier ins Bild gesetzt hat. Eine einfache Holzkiste. Eine Munitionskiste aus dem Zweiten Weltkrieg. Einst hat ihr Inhalt Menschen den Tod gebracht. Über der Kiste ein abgestorbener Fichtenstamm. Ein gebrauchter Weihnachtsbaum als Symbol für die Geburt Christi. Auf die Kiste genagelt ein verzerrtes Kruzifix, Darstellung des gekreuzigten Jesus. Auf dem Stamm schließlich eine kleine Skulptur. Eine Berglampe, wie Beuys das genannt hat. Etwas Leuchtendes, Lichtbringendes. Ich glaube, dass das ein Kosmos an Vorstellungen ist, die sich aber verdichten tatsächlich um die Frage des Kreuzes. Ist das ein Hoffnungszeichen? Ist das ein Todessymbol? In diesem Hin- und Herschwanken werden wir als Betrachter gefordert, uns unsere eigene Meinung zu bilden, unseren eigenen Standpunkt einzunehmen. Und ich denke, genau in diesem Punkt knüpft es an die lange Tradition des Kreuzes als christliches Symbol an, dass wir tatsächlich zurückgeworfen werden auf diese Frage: Wie entscheiden wir uns? Leben oder Tod? Ganz einfach. Vor der Karriere als Künstler hat Hermann Biegelmeier Schnitzen gelernt, in der Schule für Holzbildhauer im bayerischen Oberammergau. Jetzt lehrt er hier. Weltberühmt sind die Kruzifixe aus Oberammergau, mit dem Leib Christi in traditioneller Darstellung. Techniken kann man hier lernen. Also ich war selber hier vor über 40 Jahren, auch an dieser Schule, und das war damals schon eine sehr intensive Zeit, und das ist es auch heute noch. Und die Schüler, die hier sind, sind alles Individualisten. Und ein großer Teil, was hier vermittelt wird, das ist solides Handwerk, dass sie lernen, historische Figur, in diesem Fall einen Christus, exakt zu kopieren. Eine Stadt voller Kreuze. Oberammergau in den Bayerischen Alpen. Die Handwerkskunst des Schnitzens von heiligen Figuren und Kruzifixen pflegen die Oberammergauer schon seit 500 Jahren. Aber die Herrgottschnitzer haben es schwer, heute. Das private Kruzifix für die Wohnung, noch vor wenigen Jahren weit verbreitet, wird kaum mehr gebraucht. Spirituelle Erfahrungen suchen die Menschen heute woanders. Auf den Bergen haben Menschen schon immer etwas Besonderes gespürt. Antike Mythen, auch die Bibel, erzählen von Bergen als heiligen Orten. Orten, an denen man Gott begegnen kann und dadurch auch sich selbst. Auch das Christentum spürt diese Kraft und fügt sein Kreuz dazu.
Menschen, die auf die Berge steigen, machen manchmal Erfahrungen, die anderswo nicht leicht zu erleben sind. Fasziniert von der eigenen Verlorenheit in der Weite der Welt. Ich glaube schon, dass es in der Natur so eine Art besondere Spiritualität gibt, einen Geist, der dort weht. Diese Aura, dieses Heilige ist durchaus verwandt mit dem, was die Religionen mit dem Göttlichen und dem Heiligen verbinden. Anfang des 19. Jahrhunderts malt Caspar David Friedrich das Heilige. Blick ins Riesengebirge. Man diskutiert damals, ob das Kreuz so überhaupt angemessen dargestellt ist. Doch der Maler steht nur am Anfang einer neuen Bewegung. Moderne Kreuzesdarstellungen arbeiten meistens mit dem Motiv des sich Entziehenden, mit dem Fernen, mit dem Flüchtigen. Denn das historische Kreuz auf Golgatha scheint ja wie in einer historischen Wolke immer weiter im Nebel zu versinken. Es ist unendlich fern. Und der einzige Weg, der uns offenbar bleibt, um es dennoch gegenwärtig zu halten, ist nicht die historische Rekonstruktion der Ereignisse vor 2000 Jahren, sondern das innerliche Erfassen. Welche Form könnte heute die Bedeutung des Kreuzes ausdrücken? Hermann Biegelmeiers vergoldete Holzskulptur entstand aus der Vorstellung eines unbeschriebenen Blatts Papier, gefaltet. Mit der Faltung entsteht ein Kreuz. Kreuze sind über 2000 Jahre jetzt so viele gemacht worden. Und es ist schon eine sehr schwere Aufgabe, da wieder einen neuen Standpunkt, eine neue Perspektive, neue Darstellungsweise zu finden. Von frommer Erbauung durch Bilder hält Biegelmeier wenig. Ihn interessiert, wo Kunst und Glaube sich reiben, neue Perspektiven eröffnen. Ich möchte immer versuchen, dass ich da wieder was ausprobieren, wieder was Neues mache. Und warum ich das jetzt hier mit dieser Platte mache, weil ich da auch so eine Struktur kriege, dass dieses Thema mit dem Kreuz nicht nur auf die Fläche begrenzt ist, sondern optisch geht es dann so auseinander, strahlt es so auseinander. Das ist jetzt ist so ein Gedanke, so eine Idee und wissen tue ich es erst, wenn ich es gemacht habe. Ich muss es einfach ausprobieren. Der Kölner Dom. In einer Seitenkapelle eine lebensgroße Skulptur, angefertigt im Jahr 970, das sogenannte Gerokreuz, das älteste erhaltene Kreuz, das Christus nicht mehr aufrecht, triumphierend und heldenhaft zeigt, sondern als Mensch, gefoltert oder schon tot. Eine einschneidende Wende in der Darstellung des Kreuzes. Um die Jahrtausendwende verlangt eine neue Frömmigkeit der Menschen nach einem neuen Erlöser. Einem, der am Kreuz leidet. Bis an die Grenze des Unerträglichen treiben die Künstler die Darstellung des gefolterten Körpers, die Striemen von den Geißelhieben, die verrenkten Gliedmaßen. Gerade im Leiden Jesu, so verstehen Menschen nun das Kreuz, wird die Liebe Gottes deutlich. Eine Liebe, die den Menschen nicht allein lässt, sondern mit ihm geht, durch das Leiden hindurch. Das ist ein Elfenbein-Kruzifixus um 1160. Man kann sowohl den toten Christus zeigen, als auch den Lebenden in der Zeit. Der lebende Christus ist eigentlich der ursprünglichere, der ältere, also aus dem frühen Mittelalter übernommen. Es ist
ein Herrscher, der am Kreuz steht. Auf der anderen Seite etwas, was schon einsetzt, so um 1000, dass man eben den leidenden Christus zeigt, wo man den Schwerpunkt nicht auf den herrschenden Gott, sondern auf den leidenden Menschen legt. Das ist eine Mischung. Der Körper selber ist eigentlich kein Körper, der hängt. Also es ist ein Körper, der noch selber steht. Es ist noch Leben drin. Aber eben die Augen sind schon geschlossen. Man kann sehen, dass die Füße unten so ein bisschen abgegriffen sind. Das spricht dafür, dass man es berührt hat, also möglicherweise geküsst hat. Also dass es wirklich ein Objekt war, was eben über einen längeren Zeitraum auch verehrt worden ist, also vor dem man gebetet hat. Wie kann man das historische Geschehen auf Golgatha angemessen darstellen? Wie es gegenwärtig halten? Schon früh gab es Stimmen im Christentum, die die vielen Kreuze kritisierten. In einem Unterweisungsbuch, geschrieben im Jahr 1606 von einem Jesuitenpater aus den Niederlanden, werden in 100 Kapiteln wichtige Aspekte des christlichen Lebens behandelt. Es schließt mit einem Kupferstich mit der Überschrift Ansichten des Ursprungs des Glaubens. Der Kupferstich zeigt eine ganz eigentümliche Darstellung der Szene auf Golgatha. Sie zeigt den kreuztragenden und sichtlich leidenden Christus, umringt von einer Schar von Malern, die vor ihren Staffeleien sitzen und ganz offensichtlich versuchen, die Szene auf ihrer Leinwand zu bannen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass es keinem so richtig gelingen mag. Auf jeder Leinwand entsteht eine vollkommen andere Szene, aber auch teilweise ganz abstruse Bilder. Was die Maler malen, sagt dieses Bild, ist nur ihre Sicht der Dinge. Jede Darstellung der Botschaft vom Glauben sagt mehr aus über den Maler als über den Dargestellten. Man könnte es vielleicht so interpretieren, dass das Eigentliche, worum es in dieser Szene geht, letztlich gar nicht darstellbar ist. Die Maler malen sichtlich an der Szene vorbei, so wie jeder Versuch, sich das Kreuz und seine Bedeutung klar zu machen, es sozusagen auf die innere Leinwand zu bringen, es zu artikulieren, letztlich immer scheitern muss. Finden wir Hoffnung im Kreuz? Bestätigung? Ist es Gegenstand unseres Zweifels? Ist es Erschrecken? Das Kreuz steht für den Glauben, der in den rätselhaften Ereignissen nach dem Tod Jesu seinen Anfang nimmt. Ohne die Erfahrung der Begegnung mit dem Auferstandenen wäre es nicht zum Symbol für das Christentum geworden. Was ist das so? Ist langsam. Okay. Mit Tod und Auferstehung setzt sich eine Kreuzskulptur von Hermann Biegelmeier auseinander, die während der Passionszeit und an Ostern in einer Dorfkirche bei Regensburg ausgestellt wird. Er nennt sie Auferstehungskreuz. Ich habe einfach die Idee gehabt, dieses Thema des Kreuzes bzw. Auferstehungskreuz so darzustellen, dass es in der Luft schwebt, dass es nicht am Boden steht und auch nicht was Mächtiges hat und auch kein Körper mehr da ist. Die Bedeutung von Ostern, die untrennbar mit dem Karfreitag verbunden ist, dem Gedenktag des Todes Jesu, ist, dass die Geschichte von Jesus mit dem Sterben am Kreuz noch nicht zu Ende erzählt ist. Sie beginnt neu mit dem Leben, der Auferstehung. Ich glaube, der tiefe Erlösungsgedanke der Auferstehung Jesu ist der, dass Tod, Sterben keine Macht mehr über den Menschen haben. Dass sich hier in seinem Tod vollendet, was eigentlich auch schon die Botschaft und der Sinn seines Lebens und seiner Predigt war. Nämlich, dass Gott den Menschen nah ist. Dass gerade Gott den Menschen da nah ist, wo sie sich ihm besonders fern fühlen. Sünde, Angst und Tod haben nicht das letzte Wort über das Leben. Das ist das tiefe Geheimnis des Kreuzes. Seit 2000 Jahren suchen die Menschen, dieses Geheimnis zu verstehen. Hermann Biegelmeiers Annäherung ist ein Kreuz aus Tüchern, wie die, in die der Leichnam gewickelt wurde. Diese Kleider, die schweben sozusagen in der Luft und
die Falten, die Richtungen, wie die machen, das ist wie so Lichtstrahlen. Also Kleider fallen ja so nicht, so wie ich das gemacht habe. Und der Körper wird spürbar zwischendrin. Das heißt, wie wenn der Körper da ist, aber er ist nicht mehr da. Und genauso ist das Kreuz ja auch nicht da, sondern nur die Kleider erzählen von dem Thema des Mensch, Kreuz, Auferstehung.